Ede, 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 dich versiehst, ist es vorbei. Edmund Stoiber hat mit seiner Partei gestern den Aschermittwoch zelebriert. Also den politischen, sein persönlicher kommt erst noch. Mit tosendem Beifall und Sprechchören dankten ihm die CSUler für seine Arbeit als Ministerpräsident, als Parteichef und für seinen tollen Rücktritt. Weniger gemütlich war es da für die Fürther Landrätin Gabriele Pauli. Sie wurde gnadenlos ausgebuht. Und manche riefen ihr gar zu, sie sei charakterlos. Und nicht rückgratlos, wie sich das gehört. Wobei ich muss sagen, die Pauli-Rausrufe klangen ja eher wie eine Belohnung angesichts der Reden, die da gehalten wurden. Ja, nur heiße Luft. Wenn man damit wenigstens Seifenblasen gemacht hätte, mit Hühnchenduft, für Hunde, wie es die Fetch-a-Bubble-Maschine kann. Aber gut, Kritik kann man bei so einer Veranstaltung nicht erwarten. Die Leute lieben halt ihre CSU. Also die meisten hätten sich sicher Stoiber und Strauß auf die Brust gemalt. Und nicht Stephen Hawking oder Bilder von Georges Seurat oder Mao Yasui. So wie es der Künstler Phil Hansen in seinem Atelier gemacht hat. Dort hat er sich nämlich nacheinander 30 Bilder auf die Brust gemalt, die Personen repräsentieren, die ihn in seinem Leben stark beeinflusst haben. Also kaufen Sie ihm doch mal was ab, damit er sich wenigstens Leinwand leisten kann. Oder wenn der Stoiber sich die Haare abrasieren würde, würden CSU-Mitglieder die Million bestimmt sofort auf den Tisch legen. Die hier die Friseurin von Britney Spears verlangt für deren abgeschorene Haare. Wobei es da dann auch noch Britneys Feuerzeug dazu gibt. Und eine Dose, aus der sie dabei getrunken hat. Verleiht Glatze. Ich meine Plakate mit der Aufschrift Danke für die geile Zeit, Edi. Nein, nicht von Karin, von gestandenen Männern. Ja, zum Teil wirklich peinlich, wie das Parteivolk da in Interviews alles nachplappert. Wie die Papageien. Wobei der Vergleich hinkt. Zumindest bei Papagei Ulrich, der mehr als nur nachplappern kann. Der vielleicht einzige Papagei, bei dem der Kopf um 180 Grad umkippt, wenn er sich ausruht. Nämlich aufgrund einer Rückgratsverkrümmung. Wobei, dann stimmt der CSU-Vergleich ja doch wieder. Aber dann auch die Luft in diesen Sälen. Pfeifen, Zigarren, Zigaretten. Ja, Rauchverbot herrscht da nur in den Köpfen. Und weit und breit kein Computer, an den man seine USB-Atemmaske anschließen könnte. Ja, total praktisch, gerade für Angestellte. Und klingt auch viel besser als Maulkorb. Ausziehen sollten Sie die Maske allerdings, wenn Sie ins Parfümmuseum gehen. Erstens würde der Computer auf die Dauer zu schwer. Und zweitens könnten Sie in den historischen Parfümfläschchen ja vielleicht noch einen Restduft erschnüffeln. Aber auch schon alleine das Ansehen der zum Teil mehrere hundert Jahre alten Exponate ist ein Vergnügen. Selbst virtuell. Weil Sie so nichts kaputt machen können. Ein Vergnügen ist übrigens auch der Animationsfilm von Osamu Tezuka. Aus dem Jahre 1984 und deswegen natürlich auch noch handgezeichnet. Die Welt aus der Sicht eines springenden Balles. Oder springenden Kindes. Oder Hasen. Auf jeden Fall aufregend. Viel Spaß. Und wenn Sie sich solche und andere tolle Videos archivieren wollen, und zwar in Ihrem Lieblingsformat, dann versuchen Sie es mal mit dem MUX-Video-Converter von Kruxy. Eine wirklich tolle und praktische Sache. Ja, ja, ich weiß, der Link ist schon was älter. Aber das sind Sie auch und Sie dürfen trotzdem zugucken. Hasen haben es übrigens nicht nur gut, weil sie hoch springen können, nein, auch weil sie immer die schicksten Klamotten anhaben. Jedenfalls Myth, der Haute-Couture-Hase. Der hat nämlich immer die schönsten und aktuellsten Designerklamotten an, von denen sie als Normalmenschlicher nur träumen können. Gut, aber sie haben natürlich auch nicht solche Beine. War das nicht schön? Man muss nämlich gar nicht immer viel reden. Was? Achso, gut, auch für mich. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Was? Ich mal mir doch niemanden auf die Brust, der hätte ja immer Glubschaugen.